Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Wir werden jetzt den Tunnelbreiterbau erstmal fortführen. Ich habe sogar jetzt schon mal noch da unter was angefangen zu bauen und jetzt leckt das gerade ein bisschen. Sorry dafür, kann ich jetzt auch nichts gehen machen. Und zwar kommt hier, nun ist gut, da und da noch ein Tunnel. Was dieser Tunnel ist, wäre eigentlich theoretisch egal, ich sag mal so, da soll nachher der elektronische Teil noch mit drin, um der Station zu steuern. Wie ein ganzes das nachher funktioniert, das zeige ich nicht, das verrate ich auch nicht, weil das ist im Grunde genommen ein Betriebsgeheimnis. Von daher, sag mal, wir machen aber jetzt mit dem Bau des Tunnels jetzt nochmal weiter, also das zeige ich auch, das kann ich hier direkt euch so zeigen, da ist ja kein Geheimnis hinter. Man baut einfach so einen stur durchgehenden Tunnel hier, so bla bla. Also, da ist ja nichts, was jetzt irgendwie irgendwo geheim gehalten werden müsste. Ich sage nicht, warum das gerade hier so ein bisschen leckt. Weil eigentlich dürfte das ja nicht lecken, weil die Wahl hier nur in den Tunnel sind und hier nur ein bisschen rumbuddeln. Wo ja nichts eigentlich groß ist. Aber trotzdem leckt das gerade ein bisschen. Wir können mal kurz einfach um zu gucken. Ne, haben wir ein Stück. Aber noch ein Stück. So, natürlich nicht in der Wand drin backen. Weiter buddeln. Und dann können wir eigentlich nachher da geht's ein bisschen zu viel beginnen. Jetzt können wir mal gucken. Ah, sind doch schon fast da. Und ein Klettstück. Ah, da ist doch die Höhe. Da haben wir sie doch. Wenn wir auf die Höhe müssen wir jetzt weiter erstmal buddeln. Quasi. Du wirst natürlich jetzt. Ich muss ja hier genommen die Wand und Stück wegnehmen. Natürlich ein bisschen doof. Wir machen nochmal folgendermaßen. Ich setze mal. Ne, halt Brocker ja nicht. Quatsch. Da kommt ja noch was unter. Also muss ich ja gleich den erstmal hier legen. Und selbst wenn da irgendwo Redstone drin kommt, wird das ja umgebaut. Und ich werde mal sagen, wenn ich jetzt hier schon die Wand wegnehme, dann werde ich aber auch die Redstone-Blöcke, die er jetzt hier hingesetzt hat, mal auch gleich ihn in den Boden einfach hinbauen. So wie ich das bei meinen Strecken eigentlich mache. Damit er dann trotzdem die Gleise gepowert kriegt. Da die Beleuchtung immer hat. Machen wir mal das so. Wir müssen jetzt hier mal immer komplett durchgehen. Können wir gleich auch so machen. Toll, da fehlt ein Gleis. Jetzt nicht mehr. Und dann fahren wir schon hier. Da kommt Kies natürlich raus, super geil. Die brauchen wir nicht. Und da brauchen wir eigentlich auch nicht. So, dann buddeln wir mal hier durch. So, wie gesagt, wir kommen hier dann nachher
aus. Mit unserer Bahn. Ich muss gleich mal gucken, wie hell oder wow, dunkel das ist, wenn der Trank der Nacht sich gleich nachlässt. Und hier werde ich mal gleich wie so eine kleine Brücke durchziehen. Denn das wird gleich so wie gebraucht. So. Aber dann haben wir nämlich schon mit Vorarbeit geleistet für die andere Baustelle, für den nächsten, den unteren Abschnitt noch, der dazu kommt. Halt die Frage, machen wir mal so, ich hoffe, dass er das mir jetzt nicht böse nimmt. Also sieht er wenigstens dann einheitlich aus. So. Mal sagen. Ach du Scheiße, ist das ein Ende? Das ist ja ein schönes Ende, was wir hier haben. Und das ist auch gleich noch eine Höhle. Natürlich auch irgendwie zumachen wieder. Mal gucken, wie spät es ist. Nicht, dass wir jetzt die Eröffnung, die offiziellen Eröffnung der Strecken verpassen. Also er sagt, das ist eine Strecke. Weil diese ist ja zu 13 Uhr angesetzt. Ob nun alle anwesend sind, die anwesend sein sollten, wird sich dann zeigen. So, jetzt können wir mal gucken an den anderen Tunnel. Hell oder dunkel da drüben ist. Jedenfalls mal eben da noch Beleuchtung einbauen. Das sieht eigentlich recht gut aus. Klatsche ich ihn hier noch den nachher und dann ja, ist eigentlich für Beleuchtung gesorgt. Ja, jetzt ist natürlich der Doppel, jetzt hat er haufenweise Fackeln hier drüben hier. Ja. Mal gucken. Das ist schon die ganze Zeit Ende, was wir hier vor uns haben. Ja. Die Baustelle. Da muss ich gerade. Die Baustelle von dem WTC, was Tjoha die baut, will ich jetzt natürlich erstmal nicht zeigen. Weil das könnt ihr euch bei seinem Kanal angucken. Ich gehe davon auch mal aus, dass er das auch zeigen wird. Da wo dort hin. Hab's doch, wenn ihr merkt. Ist dort hin. Ah, ist okay. Ah, naja, mit. Hätte ich auch gleich jetzt alles machen können. Das geht total sinnfrei, was ich jetzt hier gemacht habe, weil ich nehme die gleich wieder weg. Wie weit waren denn hier? Hier waren wir noch nicht komplett fertig, richtig? Nee.
So. Mann. Oh. Mann. Also doch schon hier. Wird auch lustig, das Ganze zu bepowern mit Gleisen. Ich sehe es jetzt schon, hier werden nachher nochmal der ein oder andere Block wird durch einen Redstone-Block ersetzt. Weil sonst rechnet er ja nicht aus. Für die Bahn. So ein Höhenunterschied, wie ich hier jetzt baue, habe ich bis jetzt auch noch auf keiner Strecke. Aber nur so leichtere. Das ist also. Die Strecke ist eine Strecke der Superlative, würde ich mal sagen, wenn die fertig ist nachher. Also die ist bis dann dato bisher dann einzigartig. Wann sie richtig frei gehen wird, das wird sich zeigen, weil Freigabe der Strecke ist ja dann erst wirklich nur dann, wenn das Bauprojekt da fertig ist. Mit der Geo-HD da baut. Erst wenn das fertig ist, wird die Strecke frei. Vorher macht das okay Sinn, dass man da hinfährt, weil da ist noch nicht weiter. Gut, man könnte jetzt sagen, ja, bei der Kirche, die ist ja auch nicht fertig. Warum ist da schon die Strecke offen? Da sind aber auch Häuser. Also von daher kann man sagen, ja, da lohnt es sich schon, die Strecke aufzumachen. Alleine schon wegen die Häuser, die da einfach mal sind. Und von daher ist die Strecke schon frei. Und die wird erst frei, wenn wirklich da was ist. Wenn da jetzt einer in der Nähe sein Haus hinbaut oder so, da kann man auch schon drüber reden, dass man das früher frei gibt. Aber so wird das nicht, wird das erst frei, wenn wirklich fertig ist, die Strecke. Vorher ist das sonst wirklich einfach, weiß ich nicht, sinnlos. Weil, gut, zum so hinfahren, also wenn jetzt mal, was geguckt werden muss oder so, kann man das auch so machen noch. Also die Strecke wird ja soweit fertig gemacht, im Grunde genommen mit der Technik, allen drum und dran, dass sie benutzbar wäre. Aber man muss sie halt noch nicht unbedingt freigeben. So, mal gucken. So. Geil, dass es so halbwegs passt. Alter. Da gibt's also viel zu verkleinern noch. Also, ja. Also, wie ihr seht, das wird das ziemliche Großbaustelle hier noch, also das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis die wirklich fertig ist. Also da wird meine größte, ja, also die Strecke ist bis da, wenn die fertig ist, wirklich in vielerlei Hinsicht bis dahin wirklich einzigartig. Die ist die erste Strecke, die extrem lang ist bei mir denn hier, von mir gebaut. Das wird die Strecke sein mit der längsten Bauzeit. Ja, wenn man sich überlegt, bis da alles erstmal nur der Tunnel fertig ist, da muss ja noch die Technik eingebaut werden, da muss ja noch der Bahnhof selber gebaut werden nachher. Der Bahnhof hat ja auch Technik drin, so ist es ja nicht. Also ist ja nicht so, dass ich da mir jetzt hinstelle und sage, ja, Bahnhof hin, fertig.
Nee, da ist dann Technik, die muss erst getestet werden, da muss erstmal geguckt werden, ob das mit der Gläser alles richtig hinhaut. Ja, also da ist dann wieder auch viel Test, Rumprobiererei, Fummelei, ach, keine Ahnung. Also ist nicht einfach so, dass ich jetzt da einen Bahnhof hinklatsche und fertig ist. Nee, nee, da wird auch Technik eingebaut, die bei den anderen Bahnhöfen auch vorhanden ist. Und bis die dann aber so funktioniert, wie sie soll, das kann dann auch mal noch ein bisschen Zeit verlieren. Und von daher, vor allem wird wieder Nerven kosten, das weiß ich jetzt schon. Wenn vielleicht irgendwo beim Bahnhof dann irgendwelche Weichen nicht sich legen, wie sie sollen oder so. Weil das habe ich eigentlich in den Videos bisher ja nicht gezeigt. Ich habe ja jetzt vorhin ein Video gemacht, wo ich ein bisschen was gezeigt habe. Ich kann ja mal noch kurz zum Ende hin der Folge mal einfach zeigen, was für Technik, also warum Technik. Sag mal so, wenn man die Technik in etwa sieht, oder man, also ich zeige euch jetzt nicht selber, wie die Technik verbaut ist oder so, ich zeige einfach mal das Prinzip, was damit gemeint ist mit der Technik, die hier verbaut ist, und zwar, gucken wir hier durch hin. Genau, hier ist frei. Und zwar habe ich hier hinten, unten ein bisschen was verbaut, wodurch Loren ihr setzt werden quasi. Die kommen dann hier durch und fahren raus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Lore verpasse, fährt sie ja nicht leer auf der Strecke. Das wäre doof. Da fährt sie dann hier hinten drin. Fährt hier im Kreis quasi. Das kann ich euch hier zeigen. Was jetzt, da ist jetzt eine drin. Ja, da ist eine. Die fährt dann da lang. Fährt eben mal im Kreis und kommt hier wieder rein. Und ist jetzt zwar auf dem System, das ist aber auch nicht so wild. Ja, und wenn ich jetzt aber die Lore erwische, schick die mal jetzt zurück, dass da nicht, dass da ja drüben keine mehr ist. So, wenn jetzt aber die Lore kommt und ich sitze und ich schaffe drin mitzusetzen, dann fährt sie geradeaus. Und zwar deswegen. Ja, ein Seil und dann wird die Weiche umgelegt. Und daher die ganze Technik. Und das Spiel ist halt immer mit diesen Weichen so die zu legen, dass die auch dann sich in dem Moment, wenn sie bepowert werden, auch so legen, wie sie sollen. Und das Prinzip, was hier hinter ist, da gibt ein Video, wo man sich einen Bahnhof angucken kann mit Redstone. Die Technik habe ich versucht zu bauen, hat nicht funktioniert, warum auch immer. Die Weichen haben sich nicht so gelegt, wie sie sollten. Dann hat sich, da hatte ich ja nur das alte Gebäude, dann habe ich ja hier hinten gehabt, Gleis, die letzten Gleise hier bis 6, nee, bis 12. Genau, 7, 8, 9, 10, 11 und 12, die haben dann nachher auch mal funktioniert, mal. Denn auf immer nächsten Tag ging dann da schon wieder auch nichts mehr und dann habe ich mir ein ganz anderes System einfallen lassen, was eigentlich relativ auf dem System basiert, was ich im Internet gefunden habe. Ich zeige es euch jetzt doch mal kurz. Kann man ja mal kurz so zeigen, wie es verbaut ist. Das müsst ihr euch dann selber mal austüfteln. Und zwar hatte er ja durchgehend hier bis da durch immer so was ihr habt, eine Linie, wo die Wagen lang und dann haben sich quasi, wenn die bepowert wurden, die Weichen eigentlich umgelegt. Und ich habe das ganze System jetzt ganz anders gemacht, weil die bestehende Struktur ja schon dabei. Ich habe jetzt einfach dadurch, dass es platzmäßig gepasst hat, halt ein Kaktus hier und habe das System, wie rausgenommen werden, die Wagen und wie sie reingenommen werden, habe ich zweimal gebaut. Also für immer für eine Gleis und für das andere Gleis. Oh. Ja, und so funktioniert das auch. Also damit halt keine Probleme. Na, und daher, das System funktioniert. Hat auch eine Weile gedauert, bis ich dann auch die Idee dazu hatte und das zu machen und so. Ich habe dann immer hin und her probiert und das und das. Ich habe bald eine Woche nur an dem System gearbeitet. Bis dann wirklich, bis ich dann irgendwann nachher gesagt habe, ich mache es jetzt so, wie ich es jetzt habe. Dann habe ich, dadurch, dass ich ja die meisten Stationen nur im Bahnsteig haben, habe ich mir dann da auch was einfallen lassen, damit, wenn die Loren leer sein sollten, sprich, also wenn jetzt passiert, Lore verpasst, nicht wieder hier leer im System rumfährt, habe ich mir da auch jeweils entsprechend was einfallen lassen, wie man die Loren leer rinkrieg wieder auch im System, dass sie da bleiben. Und zwar habe ich zum Beispiel hier das jetzt so gemacht. Im Grunde genommen das gleiche System. Hier ist der Faden, zack, da legt das hier um. Hier hinten die Technik ist die gleiche wie im Hauptbahnhof und die Lore, die leere, die fährt dann hier hinten rein.
Und fährt dann hinten rum und fährt dann nachher gegen den Kaktus wieder rein. Gegen. Und das ist aber hier bei jedem Bahnhof unterschiedlich. Also bei zum Beispiel dem Platz von der Marie, da musste ich ganz woanders dieses Rückholsystem einbauen. Das ist mit das längste Rückholsystem da an der Station, weil diese kürzeste nicht funktioniert hat. Die Weiche hat sich nicht so gelegt, wie sie sollte. Das liegt auch irgendwie an die Richtung hier im Spiel, wie in welcher Himmelrichtung das ist. Ist mir mal aufgefallen. Das ist nämlich an den Hauptbahnhof wahrscheinlich das gleiche Problem gewesen. Also die Bauweise vom Hauptbahnhof hatte irgendwie nicht so gepasst, dass die Weichen sich gelegt haben. Ah, und von daher musste ich mir halt viel einfallen lassen und ich bin eigentlich zufrieden mit der Technik, die so funktioniert. Ist natürlich dadurch, dass ich jetzt für jeden Bahnsteig, also für jedes Gleis quasi, eben so ein komplettes Drin- und Rausholsystem habe. Es ist natürlich viel wartungsintensiver, wenn mal was ist. Also wenn, sprich, Loren leer sind oder irgendwo was nicht hinhaut, dann habe ich viel mehr zu prüfen. Bei dem System, was ich im Internet gefunden habe, da wäre einfach nur eine Stelle, wo ich einen Dropper und einen Hopper und überprüfen hätten müsste und einen Dispenser und ja, also quasi Werfer und Spender und die hätte ich überprüfen müssen. Kisten muss ich ja dann überprüfen. Gerade weil mitunter wegen Plugins sind ja auch bei uns auf dem Server zum Beispiel Kisten gelockt und so weiter und so fort. Da muss man dann auch erstmal gucken, dass man das so entlockt, dass das funktioniert. Ja, daher ist das System eigentlich. Es ist halt schwieriger, wenn mal was ist, schwerer zu überprüfen, als das, was ich im Internet gesehen habe, mit diesem Redstone-Bahnhof. Der wäre wesentlich einfacher gewesen, weil da hätte ich wirklich eine Kiste gehabt, zwei na, Trichter zum Überprüfen, ein Werfer und ein Spender. Die wären die einzigen Sachen, die willst du überprüfen. Und so habe ich das aber unter jedem Bahnsteig quasi. Für jeden Bahnsteig extra. Und das ist dann halt wartungsintensiver, aber gut. Es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Dann ist es halt wartungsintensiver, aber es geht. Und das ist eigentlich, wie gesagt, die Hauptsache. Hier sehen wir Hauptbahnhof Teil 2. Hier war früher das. Also bis hier ging ja der Hauptbahnhof, ursprünglich der alte Bahnhof, bis hier. Sieht man ja auch, deswegen hier auch das rote Glas. Ursprünglich. Bei denen hatte ich ja hier zwei Glas dick, zwei Wände dick Lücke lassen können. Und hier habe ich einfach nur eine. Und rot auch wieder, damit man sieht, dass das hier ursprünglich der erste Teil ist. Und das ist dann letztendlich der zweite Teil vom Hauptbahnhof. Weil sonst normalerweise zwischen den einzelnen Bahndinger steigen halt gibt es so eine bläuliche, einen einzelnen Trennwände hier Glas. Und dass man da aber sieht, dass das ganz andere Bauweise, also das eigentlich eben Bahnhofsteil ist, und das ist dann schon der andere, dass man das nochmal irgendwie auch verdeutlicht sieht. Ne, dafür ist das eigentlich so jetzt gedacht. Dass man wirklich den Unterschied da sieht und wenn man dann halt hier oben guckt, aha. Bin nur bei überlegen, das werde ich vielleicht mal machen. Könnte man eigentlich jetzt machen, so wie so eine Trennlinie. Damit man das noch besser erkennt, dass da ursprünglich der Hauptbahnhof zu Ende war. Genau, der ging ja ursprünglich bis hier nur. Und jetzt sieht man das. Weil das war dann nachher schon ausgebuchtet hier und hier war ja ursprünglich nichts weiter auf der Fläche. Da war ja hier hinten halt nur das Bahnbetriebswerk eigentlich ursprünglich. Ja. Gut, haben wir das auch. Ich euch das auch mal kurz gezeigt. Die Technik, die andere Technik, da gibt es eigentlich nichts hier zu erklären. Hebel, Redstone-Leitung und dann bis dahin, wo die Bahnhöfe sind. Und ich glaube, das System hier, was ich hier eingebaut habe mit den Pisten, das sollte eigentlich, es wird die meisten geläufig sein, die länger Minecraft spielen. Ich habe es dann erstmal nach und nach mehr austüfteln müssen, weil ich nicht so die Erfahrung mit Minecraft habe. Bin zwar auch schon eine Weile jetzt bei Minecraft zocken bei, aber für ist noch für mich Neuland, einfach mal. Aber von daher, juckt mir auch nicht. Ich hab's jetzt hingekriegt, ich hab mir das System ausgetüftet, auch das System mit dem Bahnhof schließen, weil ich hab keine Lust gehabt, immer hier mal diesen zu machen, zack, und dann zack, 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 immer das vor die Türen zuzurammeln damit. Hat mir dann auch keinen Spaß gemacht. Ich wollte ursprünglich erst die Absperrung mit Zäunen haben, war das Problem, dann kam man nicht durch.
Und daher habe ich dann einfach je nach Station Holz oder Stein oder so verwendet. Ja, dann würde man sagen, das war jetzt definitiv, weil sonst wird mein Essen kalt. Ich habe mein Mittagessen hier hinter mir steht und dann würde man sagen, bis dahin, haut da rein. Ciao, bis zur nächsten Folge.